Ich heiße Reimer. Und wie alt bist du? Ich bin 49 Jahre alt. Und wie lange wohnst du schon in Buckow? Ich wohne gar nicht in Buckow. Ich wohne in Waldsiebersdorf. Stell dir das mal vor. Fürchterlich, oder? Seit 20 Jahren wohne ich in Waldsiebersdorf. Aber das ist ja gleich neben Buckow. Ist ja fast Buckow. Manche Buckower sagen, es ist auch Buckow. Und was ist dein Beruf? Ich bin Ingenieur. Und wie hat die Wende dein Leben verändert? Ich hatte die Absicht, Atomkraftwerkstechnologie zu studieren. Und wahrscheinlich wäre ich dann hätte ich in Russland auch studiert eine Zeit lang und hätte dann in der DDR Atomkraftwerke aufgebaut. Und das hat sich natürlich zerschlagen, sage ich jetzt mal an der Stelle. Aber so wie es jetzt ist, ist eigentlich auch ganz nett. Ne? Also Atomkraftwerke sind ja nicht so immer so schön. Also die Stimmung am Anfang war tatsächlich erstmal sehr irritiert, weil es kam ja sehr überraschend. Ne? Es hat keiner so richtig damit gerechnet. Selbst die Leute, die dafür gekämpft haben, dass sich was ändert, hätten jetzt nicht gedacht, dass plötzlich alles anders wird. Und man war natürlich... Man hat eigentlich gesucht, weil sich sehr viel sehr schnell verändert hat, wohin könnte die Reise gehen. Also sehr viele Leute haben sich gefreut über ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, dass es Bananen zu kaufen gab. Also das Klischee stimmt meiner Meinung nach. Und dass sie sich auch ein neues, tolles Auto kaufen konnten. Aber es war dann auch sehr schnell so, dass viele Leute ihre Arbeit verloren haben. Und viele sind auch aus den Städten weggegangen in der DDR, sind nach Westdeutschland gegangen und Familien sind dadurch auch zerrissen worden eine Zeit lang. Also es war eine sehr gemischte Stimmung und ich glaube oder ich meine zu ahnen, dass diese gemischte Stimmung hier immer noch ist. Ihr kriegt das gar nicht mit, aber bei euren Eltern oder Eltern vielleicht nicht, aber bei den Großeltern ist das bestimmt auch noch so, dass sie manchmal sagen, also früher war das eine oder das andere vielleicht besser, als es jetzt ist. Aber ich finde es so, wie es jetzt ist, im Großen und Ganzen schön.